Jo, servus Leute und willkommen hier bei Dual Gaming. Es funktioniert endlich, denn ich habe hier sagen und schreiben eine halbe Stunde rumgebracht oder verbracht, um die Webcam wieder zum Laufen zu bringen, weil das Software oder das Softwareprogramm oder das Programm an sich nicht mehr funktioniert hat. Und jetzt läuft es wieder und ja, weswegen ich eigentlich das Video mache, liegt einfach ganz einfach daran, heute ist ja was gekommen, nämlich die Loot Chest. Und diesmal ist es nicht irgendeine Loot Chest, sondern es ist die Loot Chest hier unten stets Plus. Und Plus bedeutet, ihr habt zum einen natürlich mehr Geld bezahlt und dafür sollte aber auch mehr drin sein. Und ich bin gespannt, das ist jetzt für jeden das quasi hier das erste Mal in dem Monat, dass da ein zusätzliches Item drin ist und ich bin einfach mal gespannt. Ich muss allerdings sagen, die Box ist etwas ziemlich flach, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das hat mich schon ein bisschen geschockt, als ich die aus der Paketstation entnommen habe. Ziemlich schlecht vorbereitet. Ich werde es dann versuchen, irgendwie hier mal aufzureißen. So, da haben wir das Siegel, was dafür da ist, um zu sehen, dass das Ganze natürlich neu ist und noch ungeöffnet. Dann haben wir zum einen hier das Heftchen, wo dann alles weitere drin erklärt ist. Und das legen wir erstmal beiseite. So, und dann erstmal den Blick, denselben Blick für euch wie für mich. Ja. Also auf den ersten Blick sieht es relativ interessant aus. Allerdings muss ich sagen, es ist auch wie gesagt ein bisschen ja, überschaubar. Was ist überschaubar? Es sind viele Sachen drin, jetzt nicht falsch verstehen, aber ja. Es ist irgendwie, keine Ahnung, es ist natürlich, hat es einen gewissen Wert, gehe ich mal von aus. Aber die anderen Packungen, wenn da das die Größe sind, Größe bedeutet nicht alles, wie man weiß. Aber mal gucken. Ich rede schon wieder zu viel. So, fangen wir einfach mal mit dem ja, mit dem quasi, was im größten Paket drin ist. Da haben wir zum einen ein Retro Pac-Man Salz und Pfeffer Streuer. Sehr geil. Habe ich zum einen, habe ich das nie wirklich. Ich habe vorhin hab ich ein Ei gegessen, habe ich den Pfeffer Streuer gehabt. Jetzt ist er nicht mehr da. Doch, muss man sagen, auf jeden Fall. Ich denke, das hat nicht jeder. Das ist auf jeden Fall schon ziemlich cool. Zumal ich mittlerweile, ganz ehrlich gesagt, auch die Retro-Sachen absolut abfahre. Ich meine, ich komme ja auch aus einer Zeit, was man vielleicht nicht schätzen mag. Ich bin ja geboren 1987, das heißt, ich kenne auch noch die 90er Jahre. So, dann machen wir mal weiter. Dann haben wir hier Zelda Minz Bonbons. Wird das wohl sein? Zack, Zelda Minz Bonbon mit dem typischen Siegel oder Schild, was man erkennt. Das wäre mich wahrscheinlich die Hälfte der Community hier vermöbeln, weil ich das nicht mehr kenne. Ich habe selber Zelda gespielt. Ich habe selber Zelda gespielt, allerdings, wie gesagt, kenne ich mich nicht so gut aus. Es sind ein paar rausgefallen. Ich probiere jetzt mal einfach eins. Also, ich bin etwas verblüfft, weil ich irgendwie, ich sag, kein Geschmack nach nichts. Leicht Pfefferminz, minimal, aber ansonsten ehrlich gesagt relativ wenig. So, dann haben wir hier ein pixelndes Herz. Könnte hier auf Minecraft zu schließen sein. Könnte allerdings auch wie sagt man dazu, ein Plagiat sein oder ein, ja, was heißt Plagiat? Ein pixelndes Herz zeigt nicht unbedingt auf Minecraft in dem Sinne. Das war ja damals auch, wie gesagt, bei den alten Spielen, dass sie verpixelt waren. Ein pixelndes Herz, ja. Brauche ich nicht unbedingt, ist halt dabei. So, dann haben wir, ups, da ist irgendwas rausgefallen. Oh, da haben wir hier ein, oh, das ist sehr cool. Wer kennt's? Habe ich heute noch lustigerweise mit dem Rahmen mich unterhalten über die Serie. Das sieht für mich aus wie Walter White von Breaking Bad. Ziemlich coole Serie. Ich habe die in den Semesterferien gesuchtet. Ich habe die innerhalb von kürzer Zeit mir reingepfiffen. Ich glaube, ich habe 7 Folgen am Tag reingedonnert. Irgendwann konnte ich auch nicht mehr. Irgendwie das Problem war, das war so spannend, dass ich nicht aufhören wollte. Aber ich konnte einfach nicht mehr, weil es so viel Input war und so viel Bild- und Videomaterial, das ich eigentlich gar nicht wollte, aber doch irgendwie wollte. Verblüffende Sache, auf jeden Fall. Dann haben wir zum einen hier ein, oh,
ein Batman-Magnet oder Batman-Magnete. Ja, das sieht man hier vielleicht. So sieht man es am besten. Ich habe keinen Kühlschrank, wo man Magnete anbringen kann. Ist aber auf jeden Fall eine lustige Sache. Vielleicht werde ich das hier einen Kumpel geben, der hier auf jeden Fall ein Batman-Fan ist. Vielleicht hat der den entsprechenden Kühlschrank, wo man den Scheiß anheften kann. Dann haben wir hier etwas, was ich gar nicht gesehen habe, allerdings mir das wärmstens ans Herz gelegt wurde, das endlich mal zu schauen. In Game of Thrones. Oder Game of Thrones. Ist halt wie die diversen anderen Packungen, wo ab und zu mal eine Figur drin ist, gibt es ja eine Möglichkeit, die Figuren hinten zu sammeln. Das seht ihr auch die Rarität der Sachen der Figuren. Ihr seht zum Beispiel, dass eine Figur von 72. Also das heißt, die bestimmte Figur jetzt, die ich nicht kenne, die war jetzt einmal drin von 72 Verpackungen. Das heißt, die ist sehr, sehr selten. Genauso wie dieser leuchtende irgendwas. Wie gesagt, ich kenne Game of Thrones nicht. Mir wurde allerdings gesagt, ich muss es mir anschauen, wenn ich schon Walking Dead schaue, dann schau bitte auch gefälligst Game of Thrones. Ich gucke jetzt einfach mal rein. Wie gesagt, ich kenne keinen davon. So, wie üblich ist dann hier das Ganze nochmal verpackt, dass man, wenn man das aufmacht, ja, das ist auch hier verschweißt leicht, wenn man das quasi im Handel, das ist auch der Grund, warum es oben zugeklebt ist, weil viele Leute fragen sich das vielleicht, dass das so zugeklebt ist, das hat einfach den Grund, dass wenn ihr zum Beispiel jetzt zum, ich jetzt beinahe gesagt, viele, das gibt es ja nicht mehr, zum Fantasy-Laden oder keine Ahnung, wie die kaufen kann, im Laden hingeht, dass ihr nicht einfach aufmacht, so, okay, die Figuren, nein, die habe ich schon, so wie ihr zurücklegt. Genau aus dem Grund ist das Ganze hier nochmal verschweißt, dass so etwas nicht passieren kann, dass es ungeöffnet bleibt. Ich habe zumindest nicht die leuchtende Figur, sonst würde es leuchten. Aber die Figur, die ich habe, die sieht auf jeden Fall sehr, sehr stylisch aus, sehr hochwertig. Hochwertig. Da haben wir sie. Ja, mal gucken. Machen wir das mal so, damit es ein bisschen scharf wird. So, ein weiblicher Held. Mir wurde auch gesagt, es gibt in dem Sinne, gibt es da keine Helden, weil irgendwie jeder irgendwie sterben wird auf eine brutale, grausame Art und Weise. Und ich, wie gesagt, die Figuren, die wir jetzt haben, dann gar nicht kennen. Aber, ist jetzt nicht so selten, ist zweimal von 24 drin. Das heißt, es ist so Standard. Scheiß drauf. Passiert nun mal. Und dann haben wir etwas, was ich ehrlich gesagt, ja, wenn es das Zusatz-Item ist, sehr bereue, es mir diesen Monat geholt zu haben. Eine Mütze Pop Heroes. Ja, wie ihr wisst, ist ja kein Sound oder keine Regie auf meinen Ohren, deswegen kann ich einfach den Kopfhörer abziehen und mir mal das aufsetzen. Und ihr seht, ich habe einen ziemlich großen Dickschädel und ich sehe damit ziemlich bescheuert aus. Und aus dem Grund ist es eher nicht für mich. Aber so ist das nun mal. Ja, das war auf jeden Fall jetzt aktuell hier eine Box. Und wie gesagt, der Salzstreuer von Pac-Man ist eine geniale Sache. Der Rest ist ehrlich gesagt die Figur. Die stelle ich mir auf jeden Fall hin. Die ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich gut verarbeitet. Und ist immer nice to have, sowas zu haben. Hätte ich mir jetzt aber sonst nicht geholt. Zumindest nicht von Game of Thrones. Und auch die Mütze hat definitiv, gehe ich mal von aus, einen gewissen Wert. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Allerdings auch nichts für mich. Dann gehen wir jetzt mal los. Dann schauen wir mal in der Beschreibung, was dann alles drin war. Was davon das Zusatz-Item war und so weiter und so fort. So. Sieht man das überhaupt? Das würde mich mal interessieren. Okay, also ich bin mal gespannt, ob ihr erratet, was das Zusatz-Item war. Ich weiß es schon, weil ich eben gerade gespickt habe. So, es handelt sich dabei um Hero Beanie. Das Ganze ist dann eine ganz klare Sache. Winter is coming. Hier hast du die Chance auf eine 4 der beliebten Superhelden im Funko-Design. Passend für jeden Nerd. Bringt sich definitiv gut durch den Winter. Oder bringt dich definitiv gut durch den Winter. Dann haben wir Game of Thrones, eine der beliebtesten Serien derzeit hier im Mini
Figurenformat. Alle beliebten Charaktere sind vertreten. Natürlich auch die unbeliebten Choifreys sind dabei. Und ich habe gerade eben festgestellt, dass man das Schwert hier leicht bewegen kann. Aber es bricht nicht ab, es ist irgendwie aus Gummi oder so. Aber ja. Ja, wie gesagt, die Figur ist nicht schlecht. Beides zusammen, also die Mütze hat einen Wert von 18 Euro circa, die Figur 13 Euro. Ich meine, wie gesagt, ist schon gut, aber im Vergleich zu den großen Hero-Pop-Figuren oder Funko-Pop-Figuren ist es halt, wie gesagt, nichts für mich. Zumindest auch das von Game of Thrones, wenn das jetzt Walking Dead gewesen wäre oder. Nice to have. Denn das altbekannte Heilen Chris-Logo, ja, ihr seht, ich habe davon keine Ahnung, auf einem heiligen Schild, oder wie man das aussprechen mag. Aha, ich habe wieder keine Ahnung. Als wenn du das nicht schon genügen würde, ist sogar noch eine kleine Überraschung mit in dieser Dose. Das sind diese durchaus leckeren Pastillen, die einfach nach nichts schmecken. Muss man leider sagen. Dann haben wir, man sagt doch immer, man sollte das alles mit Herzen machen. Wir nehmen uns das zu Herzen und bieten euch hier eine 8-Bit-Herz-Variante für einen täglichen oder für den täglichen Gebrauch, zur Verfügung. Keine Ahnung, ob das hat's. Ich habe es wahrscheinlich falsch vorgelesen. Hat ebenfalls einen Wert von 5 Euro. Ja. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt. Vielleicht gibt es eine Frau, die packen das aus und sagen. Ich bin halt nicht, ich finde es halt nicht, ich feiere es halt nicht, sagen wir mal so. Also vom Wert her wurde ja auch gesagt, dass dem Monat das Ganze irgendwie um die 50 Euro beinhalten soll, oder 40, das werden wir am Ende mal sehen. Wir haben jetzt, oder kommen wir als nächstes zu den Batman-Magneten. Wie gesagt, da hätte ich sogar eventuell einen Abnehmer. Kennt ihr das? Ihr wollt unbedingt etwas an eurem Kühlschrank oder an eurer Heizung befestigen? Ja, wir kennen das Problem, aber hier gibt es nun die passende Abhilfe dafür. Die Superhero-Magneten in dem Falle von Batman und anscheinend gibt es auch nur die von Batman. Dann Breaking Bad Button, das ist dieser hier. Wie gesagt, der ist auf jeden Fall nicht schlecht und hat einen Wert von 3 Euro. Heisenberg und Jesse kümmern sich fleißig um ihr Meth mit einer unerreichten Reinheit von 96,2%. Versucht es erstmal nachzumachen, von der blauen Farbe mal ganz zu schweigen. Falls ihr das schaut, probiert es nicht nachzumachen, weil es wird auf jeden Fall mit einer hohen Gefängnisstrafe bestraft. Allerdings könnt ihr damit auch viel Geld machen, wenn ihr Ahnung habt. Aber wie gesagt, nicht nachmachen oder einfach ignorieren. Und dann kommen wir zum letzten und der, wo jetzt das erraten hat, hat richtig erraten oder geraten, nämlich das war das Plus-Item dieser Pac-Man Salt and Pepper Streuer. Könnt ihr euch vorstellen, dass unser guter alter Freund Pac-Man schon über 34 Jahre alt ist? Okay, nach all den Jahren ist er ein wenig rund geworden und er macht immer noch eine super Figur. In Zukunft werden euch zwei seiner Verfolger euch beim Essen auf dem Fass... werden euch zwei seiner Verfolger auch beim Essen auf dem Fernseher sein. Plinky und Inky stehen euch mit Salz und Pfeffer zur Verfügung. Jetzt eigentlich eine gute Frage, ob da schon irgendwas drin ist. Sachen Salz, manchmal sind die ja schon gefüllt. Nee, ist leer. Die sind beide leer. Dieses Plus-Item hat einen Wert von 12,99. Wie gesagt, ich kann jetzt nicht mehr sagen, wie viel ich gezahlt habe für die Plus-Variante. Müsste ich ehrlich gesagt jetzt lügen, deswegen lasse ich es jetzt erstmal, das einzuschätzen. Aber vom Wert her, zumindest was da drauf steht, ist die Box auf jeden Fall diesmal ziemlich hochwertig. Für mich leider allerdings eher nicht so zu gebrauchen. Muss ich leider sagen, dass das jetzt halt das ein oder andere, was dabei war, mir nicht so gut gefallen hat. Aber Geschmäcker sind unterschiedlich, das ist auch gut so. Und falls ihr zugeschaut habt, weil ihr vielleicht meine anderen Videos kennt, dann kann ich euch sagen, nächste Woche geht es wieder los mit Coach die Schlank, denn ich habe hier ein ziemlich gutes Tool gefunden, beziehungsweise ein Kommilitone hat mir eins gezeigt, geraten. Was genau, werde ich euch am Montag zeigen. Ich freue mich drauf. Bleibt dran, bleibt bei Dual Gaming. Ich bin jetzt raus. Ciao, ciao.